Hallo liebe Filmfreunde, liebe 3D-Fans, willkommen hier bei 3D Way. Ich habe mir heute mal die irre Heldentour des Billy Lynn in 3D angesehen, der läuft hier gerade noch bei mir. Ja, wir haben einen Tiefeneffekt von Anfang bis Ende, der wirklich sehr, sehr gut aussieht. Eine schöne räumliche Tiefe mit einer guten Staffelung, gerade so in den Szenen in einem Stadion sah das wirklich sehr gut aus mit den Fans vorne und man kann dann bis nach hinten gucken. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das Ganze dann noch in Vollbild. Kein Ghosting. Was mir ein bisschen gefehlt hat, waren Pop-Out-Effekte. Es gibt hier so ein paar Kriegsszenen zwischendurch. Da hat man ein bisschen was gesehen, ein bisschen Staub und ein paar Patronenhülsen, die da lang flogen. Steve Martin am Ende des Films kommt auch noch mal so ein bisschen mit dem Kopf raus. Das sah auch ganz gut aus. Da hätte ich mir gerne mehr von gewünscht. Gab es leider nicht. Trotzdem, durch die Tiefe ist der Film absolute Referenz. Klare Kaufempfehlung in 3D. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Euer 3D Way.